Sophie, du bist 14 Jahre alt und deshalb verhandeln wir heute deine Strafsache wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung vor dem Jugendschöffengericht. Die Öffentlichkeit habe ich entgegen dem Üblichen zugelassen und für die Jugendgerichtshilfe ist heute Herr Engels da. Sophie, dein Nachname ist Flick, du bist in Neuenkirchen geboren und wohnst auch dort jetzt. Ja, genau, bei meiner besten Freundin Susanne und nicht bei meiner Mutter. Du gehst ja noch zur Schule. In welche Klasse gehst du, Sophie? 8. Klasse Gymnasium. Die Anklage, Herr Staatsanwalt Rühne. Die Staatsanwaltschaft geht von folgender Tat aus. Am 9. August 2010 fuhr die Angeklagte als Beifahrerin im Pkw mit ihrer Mutter Angela Schüttler über die Landstraße. Weil ihre Mutter ihr Vorhaltungen machte und drohte, sie auf ein Internat zu schicken, zog die Angeklagte bei einer Geschwindigkeit von ca. 80 Stundenkilometer einfach den Zündschlüssel ab. Die Angeklagte wollte einen Unfall herbeiführen, um ihrer Mutter einen Denkzettel zu verpassen. Die Lenkung blockierte und Angela Schüttler verlor die Kontrolle über den Pkw, sodass dieser von der Straße abkam. Angela Schüttler erlitt Verletzungen, am Pkw entstand ein Sachschaden. Sophie Flick wird daher wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagt. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt Römer. Sachschaden, es war ein Totalschaden, genauer gesagt. Sophie, willst du von deinem Recht zu schweigen Gebrauch machen oder wirst du Angaben zur Sache machen? Mir egal, ich kann schon was sagen. Also, egal, sollte das ja an sich nicht sein. Wie kommt man auf die Idee, es sei denn, man ist lebensmüde, und zieht bei 80 km die Stunde einen Zündschlüssel vom Auto? Während der Fahrt? Ja, ich wollte einfach nur raus aus dem Auto und abhauen. Das war's. Sophie, ihr habt unendliches Glück gehabt, dass ihr überhaupt noch aus diesem Auto rausgekommen seid. Aber warum wolltest du während der Fahrt unbedingt aus dem Wagen deiner Mutter aussteigen? Ja, weil meine Mutter mich einfach total nervt. Ja? Die will ständig alles von mir wissen und gibt keine Ruhe. Fragt immer, was mit mir ist. Dabei ist nichts mit mir. Mir geht's doch gut. Und dann hat sie mir noch mit Internat gedroht. Ja? Naja, das war mir zu blöd. Wohin wolltet ihr überhaupt an diesem 9. August, deine Mutter und du, mit dem Auto? Ja, wir wollten zu meiner ehemaligen Klassenlehrerin Frau Eickhoff. Ich hatte zwar die Nachprüfung bestanden, aber nein, sie musste ja unbedingt noch mal mit meiner Mutter sprechen, weil ich in dem letzten Schuljahr so viel geschwänzt hatte. Ja, ich weiß, schwänzen ist nicht okay, aber seit dem Umzug ist sowieso alles scheiße und die Schule ist total ätzend. Und Gott sei Dank wohne ich jetzt momentan bei meiner besten Freundin Susanne und darf auf meine alte Schule. Aber das ist ja leider nicht für immer. Ich meine, können Sie nicht meinen Eltern verklickern, dass das so besser ist? Das ist jetzt nicht wirklich meine Aufgabe, mit deinen Eltern darüber zu sprechen. Ich kann versuchen, das aus meiner Sicht ein bisschen darzustellen. Die Eltern von Sophie haben sich ganz plötzlich Anfang 2009 getrennt und Sophies Mutter ist im November 2009 schon mit dem neuen Lebensgefährten zusammengezogen. Sophie musste mit, hatte keinerlei Mitspracherecht und wenn man als junges Mädel plötzlich die gewohnte Umgebung, die Schulfreunde und Anglerfreunde verliert und ins 50 Kilometer entfernte Bremen ziehen muss, denke ich mal schon, dass das eine Ursache für Probleme darstellt bei so einem jungen Menschen. Ja, weil Bremen einfach scheiße ist. Ich habe versucht, meinen Eltern das klarzumachen, dass ich da nicht hin will. Aber nein. Und meine Mutter, die hat sowieso nur noch Augen für diesen Christoph. Und dann hat sie mir auch noch mit Internat gedroht, ja? Also bevor ich da hingehe, hau ich lieber ab. Also ich habe da eher den Eindruck, du bist auch lieber tot. Du wärst lieber tot gewesen, als ins Internat zu gehen. Kann das sein? Ansonsten kann man doch nicht auf so eine hirnverbrannte Idee kommen, da einfach mal rüberzugreifen und den Zündschlüssel rauszuziehen. Es ist schlimm genug, dass es Automodelle noch gibt, bei denen das möglich ist. Und das Ganze bei 80 Stundenkilometer. Da gibt es andere Verkehrsteilnehmer, die du gefährdet hast. Deine Mutter hast du gefährdet, dich selber hast du gefährdet. Von den 12.000 Euro Totalschaden am Pkw wollen wir gar nicht mal reden. Auch wenn du jetzt den Mund so ein bisschen verziehst, muss dir leider vorhalten. Sophie, wir fragen dich doch einen ganz einfach. Was hast du gedacht, was passiert, wenn du diesen Schlüssel aus dem Zündschloss ziehst bei 80 während der Fahrt? Nix. Ich dachte natürlich, der Wagen bleibt stehen. Sonst hätte ich das doch nie gemacht. Wenn ich dazu mal was sagen darf. Herr Engels. Sophie hat in den Gesprächen immer einen recht verzweifelten und naiven Eindruck gemacht. Und die neue Schule, ich denke, da ist sie überhaupt nicht zurechtgekommen. Sie hat davon gesprochen, gemobbt worden zu sein. Aber irgendwas scheint da noch zu sein, wo sie mit mir nicht drüber sprechen möchte. Sie ist von irgendeiner tiefen Angst noch geprägt. Also seitdem sie jetzt wieder bei ihrer Freundin wohnen darf und auch zur alten Schule gehen darf, hat sich das wohl ein bisschen geändert. Und sie ist mir gegenüber auch wesentlich offener geworden. Also ich denke, das ist ein guter Weg von den Eltern, dass sie wieder zurück in ihre alte Umgebung kann. Aber irgendwas ist... Aber irgendwas ist. Ich höre noch nichts. Naja. Noch Fragen an Sophie? Nein. Nein, danke. Dann Sophie, nimm bitte neben deinem Verteidigerplatz und wir beschäftigen uns mit deiner Mutter. Angela Schüttler, bitte.
Mal auf, mein Freund. Wenn du meiner Tochter irgendwas getan hast, ja, ich mach dich fertig. Spinnst du? Ich habe damit nichts zu... Sophie hat sich erst so verhalten, seitdem sie mit dir unter einem Dach wohnt. Du hast vielleicht Angela um deinen kleinen Finger gewickelt, aber nicht mich. Du spinnst doch. Wie kommt es, dass Ihre Tochter nicht mehr bei Ihnen wohnt? Sind die Fronten so verhärtet? Ja, Sophie wollte diese Distanz. Für mich als Mutter ist das super schwer. Aber ich habe halt gemerkt, dass es nichts bringt, in dieser Situation noch mehr Druck auszuüben. Du bist doch einfach sowieso nur froh, dass du mich endlich vom Hals hast, hä? Jetzt kannst du doch mit Christoph dein schönes Leben alleine leben. Sophie, das stimmt überhaupt nicht. Du weißt, dass ich dich liebe. Du bist meine Tochter. Ich würde fast alles für dich tun. Ja, deshalb auch Internat, ne? Ach, du hast dich so verändert zu früher, ehrlich. Das mit dem Internat ist mir rausgerutscht. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Na klar. Aber du hast dich so verändert. Ich? Ja, du. Welche Veränderungen sind Ihnen an Ihre Tochter so besonders aufgefallen? Na ja, früher war sie unheimlich offen und fröhlich. Und inzwischen ist sie in sich gekehrt und unheimlich schnippisch zu mir. Diese Phasen hatte sie zwar früher auch öfter mal gehabt, aber die haben nie so lange angehalten. Hat das nach Ihrer Meinung etwas mit Ihrer Scheidung zu tun? Oder könnte es auch irgendwas anderes sein? Was glauben Sie? Ja, ich denke schon, dass ihr die Trennung sehr schwer gefallen hat. Aber mein Ex-Mann und ich haben versucht, wirklich in allen Punkten Rücksicht zu nehmen. Und wir haben mit ihr auch alles besprochen. Und eigentlich denke ich, andere Kinder müssen da auch durch, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Also gnädige Frau, die Formulierung Rücksicht, wir haben bei allem Rücksicht genommen, scheint mir jetzt etwas überzogen. Denn Sie sind es gewesen, der weggezogen ist. Sie sind es gewesen, der 50 Kilometer wegzieht, der für Ihre Tochter immerhin Sorge dafür trägt, dass sie ihr gewohntes Umfeld verliert, dass sie die Schule verlassen muss und dass sie jetzt pendeln muss, wenn sie zu ihren Freunden oder Bekannten will. Das hat doch nichts mit Rücksicht zu tun, oder? Wir haben ihr erlaubt, dass sie an den Wochenenden ihre Freundinnen weiter besuchen darf. Ach so. Und auch der Kontakt zum Vater war hergestellt gewesen. Sie durfte immer mit ihm telefonieren und ihn besuchen, wann immer sie wollte. Und an den Wochenenden hat sie bei ihrer besten Freundin Susanne schlafen dürfen. Und inzwischen wohnt sie ja auch erstmal bei den Herwarts. Warum haben Sie sie nicht ganz bei dem Vater gelassen? Dann wäre der ganze Kram doch gar nicht passiert. Der Vater ist Vertreter, der hat wenig Zeit. Ach so. Das war ja unter anderem auch der Trennungsgrund. Das war der Trennungsgrund? Der einzige Grund, warum ihr euch habt scheiden lassen, ist doch dein Neuer, dieser Christoph, ey. Aber das stimmt doch gar nicht, Sophie. Ja. Papa und ich haben uns vorher schon überlegt, dass wir uns scheiden lassen, das weißt du. Und den Christoph habe ich viel später erst kennengelernt. Ist immer so. Wie kommen eigentlich Christoph Brandt, das ist ja ihr neuer Lebensgefährte, und Sophie miteinander zurecht? Christoph gibt sich wirklich unheimlich viel Mühe, aber Sophie macht einfach immer nur dicht. Und ich mache mir so wahnsinnig viel Sorgen. Einmal ist sie sogar mit einem Pfeilchen nach Hause gekommen. Hat sie Ihnen gesagt, woher sie das hatte? Ja, angeblich aus der Schule. Sie würde gemobbt werden und sie hätte sich geprügelt. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, das kann nicht stimmen. Weil Sophie ist ein Mädchen, die unheimlich schnell Anschluss findet. Sophie, woher war das blaue Auge? Aha, von Mitschülern aus meiner Klasse. Die konnten mich nie leiden. Ich habe denen nie was getan. Aber wenn sie gesagt hat von Mitschülern, dann nehme ich doch an, dass sie dann in der Schule waren und dann nachgehakt haben, oder? Ja, und dabei habe ich dann auch feststellen dürfen, dass meine Tochter am Stück, wenn man das zusammenrechnen würde, fast 2 Wochen unentschuldigt gefehlt hat. Wo warst du, wenn du nicht in der Schule warst? Ich mache mir solche Sorgen. Sophie, wir haben früher auch über alles gesprochen. Ja, früher. Jetzt ist aber nichts mehr wie früher. Ihr trefft doch einfach Entscheidungen, ohne mich dabei zu fragen, wie es mir dabei geht. Das ist euch doch egal. Und zum Dank, ja, dass ich meine Freunde verlasse, meine Schule, meine Umgebung, soll ich auch noch ins Internat? Frau Schüttler, Sie waren ja mit Ihrer Tochter zusammen auf dem Weg zur Schule, zur Lehrerin. Schildern Sie uns doch mal die Situation im Wagen, bevor sie den Schlüssel abgezogen hat. Naja, ich wollte Sophie noch mal die Chance geben, mit mir ganz in Ruhe und auch offen, wie wir es früher gemacht haben, mit mir zu reden, bevor wir zur Lehrerin fahren. Aber sie war rotzfrech zu mir und irgendwann sind mir dann die Nerven total durchgegangen. Naja, und dann ging alles ganz schnell. Sophie hat auf einmal nach dem Zündschlüssel gegriffen und umgedreht und rausgezogen. Und ja, ich konnte nur vom Gas gehen. Ich wollte gerade beschleunigen. Ich war total perplex. Sie müssen sich diese Situation mal vorstellen. Ihr Mann war mit seinem Wagen ja glücklicherweise direkt dahinter. Glück einerseits, da konnte er gleich helfen. Warum war er überhaupt mit seinem Wagen hinter Ihnen beiden hergefahren? Naja, er wollte ja auch mit zu diesem Termin mit der Lehrerin. Und
glücklicherweise war er da. Er war ja auch derjenige gewesen, der uns rausgezogen hat. Er hatte eigentlich noch einen beruflichen Termin gehabt, den er wahrnehmen wollte. Und dann dieser Unfall. Er zog uns aus dem Wagen raus und naja, er war hinterher selber fix und fertig. Aber jedenfalls, das Auto ist schrottplatzreif, ne? Wir haben da hinten Fotos. Das Auto ist reif für einen Schrottplatz. Totalschaden. Die Versicherung wird keinen Cent davon übernehmen. Und das Beste ist, ich kann jetzt jeden Morgen 14 Kilometer mit dem Bus zur Arbeit fahren. Du hast doch immer gesagt, Autos schaden der Umwelt. Ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist. Du meintest doch auch immer, diese paar Kilometer könntest du ruhig mal mit dem Bus machen. Sophie, das Problem ist, dass man nicht auch noch nachkarren muss, wenn man seiner Mutter mal eben 12.000 Euro Totalschaden hingelegt hat. Ja? Muss man aus Trotz nicht noch hier einen drauflegen, klar? Unterstreicht aber doch den Vorsatz, Frau Vorsitzende. Es geht dir einzig und allein darum, nicht auf dieses Internat zu kommen. Und natürlich wird deshalb der Schlüssel rausgezogen. Und Sophie, dir war ganz klar, was da passiert. Ein Auto ist kein Elektrogerät, ist kein Föhn oder ein Lockenwickler, wo ich einen Stecker ziehe und da passiert gar nichts. Mitten auf der Straße, da sind auch andere Verkehrsteilnehmer. Herr Römer, das Mädchen ist 14, es ist kein Kraftfahrzeugingenieur. Das kennt sich nicht im Bereich sämtlicher Fahrzeugsorten und ja, der Reaktion auf herausgezogene Schlüssel aus. Das Mädchen hat auch nicht irgendwo mal beiseite irgendetwas von dem Internat gehört, sondern das sitzt im Auto, das befindet sich bereits in einer ausgesprochen angespannten Situation, indem es nämlich jetzt diesen Wegzug mit Bremen vor den Augen hat, die Schwierigkeiten der veränderten Schule und so weiter und so weiter. Und entschuldigen Sie, das müssen Sie sich wirklich anhören. Da setzen Sie noch ein Sahnehäubchen obendrauf und sagen, und weil ich, ich bin eigentlich die Erwachsene, die Führungskraft, das Elternteil, weil ich nicht mehr weiter kann, musst du ins Internat. Also kommst du weg, wirst du abgeschoben. Und da wundert man sich, dass ein Kind mit 14 Jahren dann so reagiert. Natürlich nicht bedenkend, was daraus passieren kann an Folgen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Noch Fragen an die Zeugin Schüttler? Nein. Dann möchte ich mit dem Vater der Angeklagten fortsetzen. Günther Flick, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Bleibt unvereidigt als Zeugin. Herr Flick, bitte nehmen Sie Platz. Herr Flick, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie. Und wenn man das nicht tut, macht man sich strafbar. Günther ist Ihr Vorname. Sie sind 41 und leben in Neunkirchen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Versicherungsvertreter. Als Vater der Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, Sie können schweigen oder aussagen. Das ist Ihre Entscheidung. Wie wollen Sie es halten? Ich möchte dazu aussagen, ja. Haben Sie, Herr Flick, seit der Trennung oder seit der Scheidung und dem Wegzug Ihrer Tochter nach Bremen regelmäßig Kontakt zu Ihrer Tochter? Also wie gesagt, ich bin beruflich sehr viel unterwegs, ich bin Vertreter und ich sehe natürlich meine Tochter nicht so oft, wie ich es gerne würde. Aber der Unfall hat viel verändert. Es ist mir auf einmal klar geworden, dass alles sehr schnell vorbei sein kann und ich kann mir einfach ein Leben ohne Sophie nicht mehr vorstellen. Aber ja, wir telefonieren regelmäßig und Sophie weiß auch, dass sie mich immer anrufen kann. Wie schön. Nur ein Telefon ersetzt keinen persönlichen Kontakt. Wann ist es Ihnen denn aufgefallen, dass Ihre Tochter sich so verändert hat? Also, es ist mir offensichtlich zu spät aufgefallen. Mhm. Ich habe Angela nach dem Unfall für hysterisch gehalten. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass Sophie den Zündschlüssel in voller Fahrt rauszieht. Mhm. Aber mittlerweile denke ich, es war wohl ein Hilfeschrei. Warum haben Sie Ihre Meinung geändert? Es haben sich einfach alle Puzzlestücke so zusammengefügt. Drei Wochen vor dem Unfall zum Beispiel hat mich Sophie angerufen und wollte zu mir ziehen, war ganz verzweifelt. Ja, und jetzt ist sie ja doch wieder zurückgezogen, wenn auch zu ihrer Freundin. War das nicht möglich zu Ihnen? Das wäre nicht gegangen. Ich war ja gar nicht zu Hause. Ich hätte mich ja nicht um sie kümmern können. Es muss doch irgendeinen Grund gegeben haben, dass du von Mama weg wolltest. Ist irgendwas zu Hause passiert? Angela, weißt du irgendwas? Ja, wenn ich was wüsste, dann wäre ich auch schon schlauer. Bei Christoph und mir ist zu Hause alles in Ordnung. Wie kommen Sie darauf, dass der Grund für Sophies Aus- oder Veränderungen, möchte ich mal sagen, am neuen Zuhause liegt? Natürlich dann zu Deutsch an Christoph Brandt. Sophie hat ganz seltsame Anspielungen gemacht. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie nicht mehr mit Christoph unter einem Dach zusammenleben möchte. Nach allem, was vorher passiert ist, der Umzug, der Schulwechsel, die Scheidung vor allen Dingen, habe ich das für eine Trotzphase gehalten. Aber danach ist einfach so viel passiert. Sophie, wenn Christoph dich angefasst hat, dann musst du das jetzt sagen. Jetzt. Ist euch beiden doch sowieso egal. Ihr tut jetzt hier nur vor Gericht so fürsorglich. Das ist nicht wahr. Wir lieben dich. Mama und ich, wir haben dich lieb und es ist uns ganz wichtig, dass es dir gut geht.
Aber Angela, ich möchte, dass du Christoph noch mal ganz genau unter die Lupe nimmst. Ich traue dem Kerl nicht über den Weg. Du, Susanne, sag mal, hat Sophie irgendwas über mich gesagt? Was soll sie denn gesagt haben? Na, ihr redet doch immer über alles. Und du bist die beste Freundin. Habe ich irgendwas gemacht? Ich weiß wirklich nichts. Ich weiß genug, um sagen zu können, dass der Kerl nicht ganz koscher ist. Ja, Herr Flick, hatten Sie denn überhaupt trotz Ihres aufreibenden Jobs Zeit, den Christoph Brandt überhaupt mal kennenzulernen, bei dem Ihre Tochter sicher ist? Ja, hatten Sie Zeit? Erzählen Sie mal. Das war an Angelas Geburtstag und da hat Angela ihn mir vorgestellt. Also Sie haben ihn einmal beim Geburtstag gesehen, oder wie? Das reicht für Sie aus? Ja, das reicht für den ersten Eindruck meistens aus. Okay, nicht. Für den ersten, ja. Und der war... Aber warum trauen Sie ihm nicht? Muss doch einen Grund geben. Es gibt diese Arten von Menschen, die oberflächlich betrachtet ganz nett scheinen, aber die irgendwie nicht zu greifen sind. Und genau den Eindruck habe ich bei Christoph Brandt. Er ist ein komischer Typ. Es spielt sich alles bei ihm an der Oberfläche, aber man dringt nicht zu ihm durch. Ich kann es nicht genau beschreiben. Es ist einfach ein Bauchgefühl. Was ich habe. Das ist doch wohl klar, dass er bei dir reserviert ist. Du bist mein Ex-Mann. Wie soll er sich denn verhalten? Ich habe Christoph ganz oft mit Sophie erlebt. Und er gibt sich wahnsinnig viel Mühe und ist sehr liebevoll mit ihr. Und ganz ehrlich, ich wäre nicht mit ihm zusammen, wenn er schlecht wäre. Ja gut, jetzt beschränkt sich natürlich Ihre Kenntnisnahme vom rührenden Kümmern um die Zeitpunkte, wo Sie dabei sind. Aber wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann arbeitet doch Ihr jetziger Lebensgefährte nur halbtags. Das heißt, nachmittags ist er mit Ihrer Tochter gänzlich alleine, während Sie arbeiten sind. Ich jetzt mal ganz kurz einwerfen darf, ich halte das für absolut abwegig, dass da irgendwas vorgefallen sein sollte. Erstens würde die Angeklagte dann sagen, ich gehe gerne ins Internat, dann bin ich nämlich weg von dem. Und zweitens, wenn da was wäre, Sophie, hättest du hier eine super Gelegenheit, das allen mal ganz deutlich zu sagen. Und es würden alle mitbekommen, selbst dein Vater hat nämlich gerade Zeit. Ist irgendwas zwischen Christoph Brandt und dir vorgefallen? Nein, das würde ich doch sagen. Und außerdem, das nervt jetzt wirklich. Herr Flick, Sie sind an diesem 9. August 2010 ja mit zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen. Haben Sie unterwegs noch irgendwas mitbekommen, wie die Stimmung zwischen Sophie und ihrer Mutter im Wagen war? Das hat eigentlich schon zu Hause angefangen. Ich bin ungefähr eine halbe Stunde vor dem Termin zu Angela und Sophie gefahren und die Stimmung war eisig. Sophie hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Sie wollte nicht zu dem Termin. Angela hat sich dann irgendwann durchgesetzt und Sophie ist dann widerwillig ins Auto gestiegen. Ja, man geht nicht so gerne zum Lehrertermin, ist klar. Haben Sie den Unfall kommen sehen? Nein, kam für mich wie aus heiterem Himmel. Ich habe nur gesehen, dass der Wagen vor mir geschleudert ist und in der Rechtskurve geradeaus aufs Feld gerauscht ist. Und zwischen Straße und Feld gab es so eine kleine Kuhle, so eine Abwasserrinne. Ja, und da hat sich der Wagen dann überschlagen. Es war alles, lief wie eine Zeitlupe vor meinen Augen ab. Ich konnte überhaupt nicht reagieren. Ich habe mir nur gedacht, das sind meine Tochter und meine Frau, meine Ex-Frau in dem Auto. Ich habe den Wagen angehalten und bin hingelaufen und habe die zwei rausgezogen. Es hätte alles Mögliche passieren können. Ihr wisst überhaupt nicht, was ihr für ein Glück da gehabt habt. Mhm. Sophie war völlig mit den Nerven fertig, hat nur geheult und geweint und geschluchzt und hat gesagt, ich wollte es nicht. Eine klassische Reaktion von einem Menschen, der mit der Reaktion seines Handelns so nicht rechnet. Wenn sie tatsächlich gewollt hätte, Schlüssel ab, Auto außer Kontrolle, Riesenunfall, schwer verletzt, ich muss nicht ins Internat, weil faktisch alle tot oder schwer verletzt sind, der reagiert doch nicht so, Herr Römer, oder? Nein, dann wären wir auch hier wegen einer Anklage wegen versuchten Mordes, Herr Krechel. Das sind wir aber eben überhaupt nicht. Herr Flick, konnten Sie durch die Rückscheibe denn irgendwie noch erkennen, was da irgendwie im Auto vor sich ging bei Ihrer Ex-Frau kurz vor dem Unfall? Ich habe gesehen, dass die beiden intensiv diskutiert und auch gestikuliert haben. Aber die Aktion mit dem Schlüssel habe ich nicht gesehen. Noch Fragen an den Zeugen, Flick? Nein, danke. Dann möchte ich mal mit dieser Klassenlehrerin fortsetzen. Frau Eickhoff, bitte. Und Sie nehmen bitte an der Seite Platz. Der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Eickhoff, bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Guten Tag. Frau Eickhoff, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss, wissen Sie? Wenn man das nicht tut, macht man Sie strafbar. Dagmar ist Ihr Vorname, Sie sind 51 und wohnen in Bremen. Sie sind Lehrerin von Beruf? Was? Ja, das ist richtig. Ich arbeite am Goethe-Gymnasium in Bremen und unterrichte die Fächer Mathematik und Physik. Mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Das ist korrekt. Frau Eickhoff, die Beteiligten waren ja am 9. August 2010 auf dem Weg zu Ihnen gewesen, um einen Gesprächstermin wahrzunehmen. Weshalb war der angesagt?